Ja, damit ein herzliches Hallo. Willkommen im Stream. Wir spielen heute Resident Evil 2. Und scheiße, war das laut. Das habe ich nicht bedacht. Sorry. Ich weiß, ich bin ein bisschen schlecht zu sehen, aber das hat auch was Gutes, denn es soll ja dunkel sein. Ja, aber ich bin Resident Evil. Das kannst du nicht mit am Tag spielen, das wäre ja langweilig. Also, legen wir doch im Grunde mal los. Ganz einfach. Und zwar würde ich sagen, wir können ja entweder als Leon oder als Claire spielen. Und wir gucken uns mal die Kostüme an. Ich habe mir die Special Edition gekauft. Und legen wir einfach mal los hier. Und zwar, es gibt hier die alternativen Namen. Die alternativen Kostüme, die du durch die Kampagne bekommst. Okay. Und dementsprechend habe ich jetzt hier die zwei Kostüme für ihn. Die sehen eigentlich ganz schnuckelig aus. Das steht ihm eigentlich ganz gut, finde ich. Das sieht lächerlich aus. Und bei ihr haben wir im Grunde auch Noir-Kostüm. Und ja, ich sag mal, what the fuck? Okay, nice. Ja, Militär sieht jetzt blöd aus irgendwie, aber ja, es gehört dazu, ne? Gut, dann wollen wir mal. Und zwar Leon Scott Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon Scott Kennedy hin, um nachzusehen. Oh Mann, meine Satzteile sind echt toll. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Ich brauche einen kleinen Tipp. Ist das Audio dann zu laut oder zu leise? Das dürft ihr mir dann demnächst sagen. Es geht jetzt auf jeden Fall los. Nach dem Ladebildschirm. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You gotta see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, Sorry. buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. Watch out. Come on, just getting good. Meine Ohren! Meine Ohren! I need some sleep. Oh shit! Around. Kostenloses Benzin. That's weird.
Also, ein wenig leiser wäre nicht schlecht. Ja, weil das hat ja einen schönen Wehrtan in den Ohren. So, dann schauen wir mal. Ich kann in der Zeit auch die Musik ändern. Interessant, wo wir hier starten. Okay, rechnen Sie die ganze Glotzen? Ich weiß nicht schon. Ah. Hello? Anybody there? Aber Kopfhörer, Mann, Kopfhörer. Das ist was ganz anderes. Something's not right. Mal ein bisschen rumgucken, ob hier irgendwo... You alright? You, wer? You, are you? Don't move. I'll be back for you. Okay. Was, willst du Bier oder was? Ich finde Bier. Irgendwas geht hier drin ab. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir, I got this. Ja. Hey! Freeze! I'll shoot! What the? Sorry. Das ist mir ein Stück zu laut, wirklich. Es ist ja in den Kopfhörern anders, als wenn ihr es euch runterdrehen könnt, ja? Alter. So. Okay, bist du tot? Bist du tot? Ich hoffe doch. Oh, hallo. So, ich würde sagen, das Spiel ist vorbei für heute. Halt, konnte ich irgendwas machen? Ah. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber... Inventar öffnen, der brauchen wir nicht. Aus dem Laden entkommen. Okay. Oh, das Ding lebt noch. Raus hier, raus hier. Tipp, mich nicht anschreiben, während ich streame. Das wäre geil. Oh, scheiße. Okay, komm. Warum sind wir jetzt eingesperrt? Okay, das war... Untersuchen, okay. Es gibt hier noch einen anderen Weg raus, gehe ich mal von aus. Nee, das sind keine 60 FPS bei mir. Ich habe Einstellungen gemacht und es ist nicht ganz optimiert, was ich eingestellt habe. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt kurz. Moment. Nope, nothing. Willst du mich gerade verarschen oder was? Aber wenn wir schon beim Thema... Wenn wir schon beim Thema sind, ich kann das ja in-game jederzeit ändern. Ich habe halt... Siehst meinen Grafikspeicher, der ist nicht gerade geil. Ich kann jetzt einfach mal, verdammt, was wartet wohin? Ich glaube, ich guck mal, wo war das hier? Nee, halt nicht das. Es wird jetzt ein bisschen schäbiger aussehen, aber dafür flüssiger laufen, denke ich, hoffe ich. Oder auch nicht, weil der Staub so komisch ist. Oder was auch immer das ist. Da können wir nicht raus. Da habe ich den Schlüssel her. Warte, was ist jetzt hier verkehrt? Ich war noch nicht hier zwischen. Wer ist bloß? Ah! Tür. Ja, die Cam ist ein großes Problem. Das ist keine Cam, das ist mein Handy. Mein Handy. Oh Gott. Fuck!
Ach, da kommt man gar nicht hoch. Hm. Ich hab nicht so viel Money, meine Freunde. Dich nicht so. Claire. Leon, das war zwei Schuss. So, thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Halbe Sequenz wie in der blöden Kamera verpasst. Also wenn das nochmal passiert, dann fuck die Kamera, dann mach ich das Panel aus. Was ich sagen wollte ist, ich habe mein Handy übers LAN an die Software angeschlossen. So ungefähr. Ein bisschen kompliziert. Ach ja, ich habe hier so ein paar Gummibärchen. Leichten Teller voll. Ich bin ja gut angefangen, habe mich angestellt wie ein Vollidiot. Oh Mann. Und ich glaube, das wird nicht besser. Kann man leider nicht machen. Vor allem sind jetzt die ganzen Webcam-Einstellungen wieder alle resettet, ja. Oh, das hatte ich ja so wie die Pest, Mann. Sollte meine ganze Plauze nicht sehen. Muss ja nicht sein. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak. Ja, die Kamera mag auch keine schnellen Bewegungen. Dadurch, dass es eben nicht direkt live ist. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Ja, na wie gesagt, wenn sie nochmal abkackt, dann mach's aus. Hat er dann keinen Sinn, ich brauche bloß ihren Knopf drücken, dann ist weg. Dann habe ich auch das Problem nicht, dass mein Controller eventuell leer wird, weil der gleiche Kabel braucht auch für den. Ihr plant es nämlich 2 bis 3 Stunden. Und falls ihr richtig Laune habt, länger. Na, schmeckt's denn? Schmeckt da Gummibärchen, wa? Ja, good call. Guck mal, wer da kommt. Holy shit. There, get out. Get out now! Hold on! Dann verpasst aber den ganzen Spaß. Wenn mir jetzt was ist. Vor allem, wie gewöhnungsbedürftig das ist. Hier sehe ich mich selbst. Ja, und hier müsste ich hingucken eigentlich. Das ist, interessant. So. Und die haben tatsächlich den Originalstart eingebaut. Das ist so geil. Das war ein zusammengeklebtes Gummibärchen. Das müsste ich direkt einschicken.
jetzt Fehler auf der Ware markieren. Claire! Claire, are you okay? Möglich? I'm alright. How about you? Mir juckt die Nase. Mir juckt so die Nase. You can't stay here, it's not safe. Ja, leck mich, Mann. Ich will hier nicht wegrennen. I'll be there. Willst du mich verarschen? This is out of control. Alter, wie unendlich anders das alles aussieht. So, wie war das geradeaus? Links um die Ecke, renn in den Laden, richtig? Richtig. Shit. Oh, okay, okay. Irgendwann muss ich noch runterstellen. Gefällt mir so nicht. Lieber ein bisschen Grafik runter als totaler Matsch. Ach, wir kommen direkt an der Polizeistation raus, oder was? Oh, jetzt muss ich mal rankriechen hier. Es ist so dunkel. Ist ein bisschen doll dunkel eingestellt, glaube ich. Grafik. Sorry, dass ich jetzt nochmal unterbrechen muss hier, aber das geht schon nicht. Bisschen SSAO runter und irgendwas war ja noch mit dem das hier. So. Das war's nicht. Nein, nein, das habe ich ein bisschen was will ich schon sehen können. Mal gucken. Ja, das ist irgendwie okay, irgendwie auch nicht. Haltet die Schnauze! Haltet die Schnauze! So. Die Stadt der... Verschluckt die Stadt der Toten! So, früher gab's hier hinten Blumenpötte. Die sind wohl nicht mehr da. Schade. Gucken wir uns hier mal kurz um. Ist fast schon wieder zu hell, wa? Das sieht gar nicht gut aus hier eigentlich. Vor allem, ach so, ja, die werden die ja hier gedingst haben, ne? Eingetütet haben. Schade, hier draußen ist nix. Na gut. Hello? Is anybody here? Ja, mitnehmen. Soll schon richtig sein. Nachladen. Das ging doch mit einem Fußspuren? Ha! Fußspuren? Wie jetzt? Pistolenmunition. Okay. Ich bin in... Oh, eine Safe-Kiste. Ah. Deluxe-Waffen. Also im Endeffekt kannst du dir aussuchen, welches Modell an Pistole du benutzen möchtest. Weißt du was? Wir spielen mit Jills Modell. Ja, irgendwie verstehe ich das mit der Munition gerade nicht. Dann packen wir die erstmal weg. So, noch irgendwas Schönes hier? Ah, brauchst keine Farbbänder mehr. Okay. Oder machen wir mal ein bisschen Looky-Looky, bevor wir den Computer benutzen. Wenn noch irgendwas rumliegt. Weil, wie wir wissen, ändern sich die Dinge zur Demo ja gerne mal ganz doll, ne? Aber wir probieren es mal. There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? David, Marvin, you here? Send reinforcements. East hallway. Did it. Die Scheiße. Ach, ich hätte es mal vorher spielen sollen.
Blumen, sagt er. Naja, aber Blumen, das macht wirklich viel aus, ja. Screen Space, was war das andere? Lightshafts, was auch immer Lightshafts sind. Polymetrisches Lichtpartikelbedingungen. Achso, das wird noch. Probieren wir das mal. Habe ich jetzt auf OK gedrückt. Oh. Ah. Wenn du Menüs hast, bei denen, wenn du nicht weißt, ob du das oder das drücken. Nee, habe ich. Ist schon okay, Manus. Volu Dingsbums sagst du. Volumetrisches Licht. Mach das mal ein bisschen runter, dann machen wir das andere wieder hoch. Ja, das ist echt blöd jetzt, ich weiß, aber das. Das wird das andere nicht wieder. Oh, gucken wir mal. Ha! Halt! Erste Hilfe-Spray! Okay, ich weiß auch, wieso man das kriegt. Streuung ex. Alter! Options! Oh komm, man konnte doch in der Demo einstellen, man konnte das doch da irgendwie einstellen. Dann. Ach, scheiße, weiß ich nicht mehr. Echt nervig. Weißt du, was am Arsch jetzt hier damit? Ich will spielen und hier nicht rumwuseln. Ja, bis ich jetzt nicht gefunden habe, verschwende ich so viel Zeit mit dem Scheißdreck jetzt. Dann ruckel ich lieber vor mich hin, als Zeit zu verschwenden. Ganz einfach. Nicht? Warum schwer machen wir doch einfach jetzt? Gummibärchen. Ja. Schwupp. Also ich habe mir schon einen Plan gemacht. Dadurch, dass ich ja weiß, durch die Demo was kommt ungefähr. Zumindest einen gewissen Teil. Ach, da fehlt so ein Powerteil, hä? Das ist neu, glaube ich. Oder ich habe es nicht angeklickt. Halt. Tür. Locked. Da knallt die Tür. Du schaffst das, Leon. Halt, Tür. Ich glaube, hier konnte man. Ja, hier hinten ist der Button. Ich erinnere mich an den Raum. Ja, nehmen wir. Ist in Ordnung. Ja, so war das. Klack, klack, ab geht er. Ich wollte das bloß eben nicht probieren. Ich hätte irgendwie Schiss in der Hose, deswegen. Da ist nichts. Die Tür ist zu. Achso, das ist der Button. Ja, guck mal, eine Kamera. Die könnte ich mir jetzt hier nehmen und die mich mir hier hinstellen. Wenn es so einfach gehen würde, ja. Hätte ich schon so ein geiles Equip einfach aus dem Fernseher rausgesnackt. So, zwei Wege. Hier ist eine Sackgasse. Mit einer Tür zum Scheißhaus. Kuckuck. Mmh, lecker. Hast du Durst? Problem ist, ich habe tatsächlich Durst. Im echten Leben meine ich. Da liegt. Na, ist Hilfespray. Nice. Nice, 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 nice. Da ist nichts. Einmal nichts. Das sieht leer aus. Sehr schön. Das heißt, die kommt von hier. Hier ist die Ecke, wo nichts ist. Da können wir nichts dran kurbeln, hebeln. Jesus. Machen. Locked. Open up! Hurry! Open up! Und nee, wir gucken jetzt mal, was wir hier haben. Locked natürlich. Welche Muni, die wir ankassieren können. Abkassieren können, würde ich sagen. Naja, was soll's. Ähm.
Naja, die Hälfte ist ja noch da. Ah, davon stirbt man? Also bitte. Was soll dann das? Gummibärchen. Mhm. Notiz eines Polizisten. Mhm. 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 Okay. Die Tür ist mir zu creepy. Ja, geht natürlich gut los. Ah, nee, nee, du kannst dich mal verpissen. Straight hier durch. Jesus! They're everywhere! Ah, ich dachte, ich kann mich da durchquetschen! Oh, scheiße! Ich hab nämlich vor, ah, da, das war ja das. Gut, das war natürlich ungünstig, dass wir jetzt so angeknautscht wurden. Aber... Aber... Ich habe Munition gespart. Die brauchen wir noch. Ich habe nämlich letztes Mal übelst rumgeballert. Bin auch angeknautscht worden eigentlich. Naja. Thanks. Vor allen Dingen um den halbtoten Uwe, der da liegt, oder was? Leon Kennedy. There was another officer I couldn't... Hier. Nimm meine blutige Hand. Ja, sehr schön. I'm sure you did what you could, Leon. Yo, friend. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Ja, schön voll geblutet, danke schön. Good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Vodka. Vor allen Dingen so ein Schluck. Now. You'll need this. Can't take it. Stop. And don't make my mistake. Vodka. You see one of those things. Uniform. Vodka. Or not. You do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Aber ich muss sagen, die deutsche Synchro ist auch nicht schlecht. Hatte ich, danke. Ja, aber die deutsche Synchro ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich dachte jetzt, ich gucke mir die mal auf Englisch an, weil man kennt die Spiele halt auf Englisch mit deutschem Untertitel und so weiter. Das Mampfmesser. Ablesen. So. So, Ben, ich hab die gleiche Wunde wie du. Typ, nur auf der anderen Seite. Ne? Wir sind jetzt Knabberbrüder. Wir wurden beide angeknabbert. So, das, was ich suche, war hier hinten. Das war hier hinten. Das war hier hinten. So, du bleibst hier. Du, bleibst hier. Ich glaube, den brauche ich erstmal nicht mehr. So. Okidoki, ab hier die Post. Klack. Oh yeah, da liegt auf jeden Fall Muni. Aber interessant, das hier war sonst der Safe Room, ne? Ursprünglich. Haben sie dementsprechend verändert, ja? Ach, Leon, hab dich nicht so. Sonst noch irgendwelche Goodies? Eine Plant, ja? Eine Plant.
Grünes Kraut. Benutzen. Ups, ich falsche Button. Heilende Objekte, ja, ich weiß. Ich weiß auch, wie man sie kombiniert. Cool, dann helfen wir uns das, ihr wisst schon. Hier ist einmal nischens. Du kannst ja sprechen. Bist du tot? Bist du tot? Jetzt mal ehrlich. Wenn ihr den vom Weiten seht, würdet ihr den auch so angrapschen? Ja, what the fuck? Ja, warum? Oh, da vibriert's. What? Ah, das Coole ist, du siehst jetzt, welcher Raum welche Verschlüsselung hat. Ja, was war das? Hier ist hier. Oh. Oh. Nope. Hallo. Nope. Ah, ja, kann ich so Fenster zumachen, ey? Theoretisch kann ich das dann verhindern, dass dann Zombies reinkommen. Oder was auch immer. Maul halten, du Vogel. Ich frage mich, ob man den richtig... Dein Ernst? Son of a bitch. Uah, uah, Alter, fall mir doch noch in den Schoß, Mann. Frau. Ah! Take this! Ah, nein! Ich hab's richtig drauf, oder? Geil, oder? Mann, hier, der nächste Mega-Fortnite-Spieler hier. Ah, geh doch mal down, du Stück Scheiße! Alter, das ist nicht dein Ernst, Mann. Eine Million Schuss verballert für das Scheißding. Weißt du, das hätte ich mir auch sparen können, ey. Das ist nichts. Hallo. Was denn doch, ja? Doch, du wolltest erstmal suchten. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unter... zu bringen versuchen. 25. September. Zusatz. Eine der Zuflucht suchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. Okay, ich lese das jetzt nicht alles durch, ne? Also werdet ihr durchlesen, kannst dann im Video zu Ende lesen. Also das ist... Es gibt hier sehr, sehr viele Informationen. Karte. Karte ist eigentlich ziemlich geil. Brauchte ich tatsächlich sogar mal... jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Das letzte Mal habe ich diese Tür nämlich fett ignoriert. Auch das letzte Mal war sie locked. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Hinter uns, was haben wir da? Oh, da steht da bestimmt auf, der Kerl. Oh, hast du zufällig, hast du irgendwas? Yeah, Money, mein Freund. So, dann kannst du mir auch gleich zugucken, wie ich sacke beim Schießen. Yep. Yep. Weil genau das kann ich nämlich nicht. Mit Maus und Tastatur ist es viel, viel einfacher. Zappelt der noch oder zappelt der noch? Der zappelt noch, ne? Würde ja nochmal wissen, so war das Messer, ne? Okidoki. Dann. Was ist mit dir? Ah,
Alter, wie der aussieht! Haha, Messer den... Arsch, bleib liegen! Alter! Oh Gott, nee, Telefon habe ich nicht eingestellt und Controller, ja. Es ist Resident Evil, das spielt man mit Controller. Alter, total... ja, wir haben die scheiß Karte noch nicht. Es ist ungünstig. Muss ich kurz überlegen, wo gibt's denn die Karte? Brauchst du hier nämlich eine Karte, um hinten was Schickes zu holen. Du warst kaputt, ne? Oh, ups, falscher Button. Ja, der zappelt bloß noch so ein bisschen blöd. Okay. Ach so, ja, man muss ja... Nee, muss man nicht. Ja, das Messer hat eine Haltbarkeit, das stimmt. Wow. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt muss ich kurz nachdenken. Entweder ich habe die Karte liegen lassen. Oder ich krieg die Karte noch. Ich bin der Meinung, ich hatte sie letztes Mal an der Stelle. Der Schrank ist nicht offen. Übrigens auch, wenn man hier das Ding öffnen will, soweit ich das weiß. Und hier bestimmte Nummern eingeben kann. Das ist zum Beispiel, was müsste gehen? 103, 102, 106 oder sowas geht. 109 müsste gehen. Sag ich euch gleich mal. 1, 0, 9. Aufmachen. 1, 0, 6 habe ich gesagt, ne? Jo. Alrighty, die anderen, da fehlen noch die Knöpfe für. Hier gibt's einen Farbfilm. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Arsch voll Muni und hier brauchst du halt diese Karte. Die schiebst du rein. Dann bekommst du Fancy Schmancy Pew Pew. Aber Fancy Schmancy Pew Pew lässt auf sich warten aktuell. Ich weiß nicht, habe ich die liegen lassen? Ich weiß es absolut nicht, Mann. Falsche Richtung. Massacre. So. Taken wir. Taken wir. Also ich habe jetzt die Idee. Du kannst nämlich diesen hier machen. Ich probiere das jetzt hier mal aus. Klack. Erstmal gibt es einen Erfolg. Und zweitens, ja. So. Wir kommen im ehemaligen Safe Room. Hier kannst du jetzt nochmal nachlesen, wie man Kräuter herstellt und so weiter. Naja. Ich weiß, wie es funktioniert. Wenn sie es nicht geändert haben, ist es immer noch das gleiche wie früher. Ah, ein bisschen Piu-Piu. Ein bisschen Zombie, wa? Ne, nicht Zombie, okay. Schießpulver. Ah, ja, richtig. Richtig. Wir können ja mal ein paar Dinge ablegen. Ich brauche das Schießpulver jetzt nicht zwingend unterwegs und auch nicht zwingend das Ding. Den Farbfilm können wir ja hier gleich... ...nicht liegen lassen. Oh, rotes Kraut. Ah, mitnehmen. So, dann kannst du hier halt den Farbfilm benutzen. Ich habe ein Model mehr. Na, ich habe die Special Edition. Ich kann auch das Audio ändern. Ins Originale. Ich habe mir die für 10 Euro geholt, plus die ganzen Kostüme. Ja, geil, ne? Keine Ahnung, warum ich die Kiste angeklickt habe, aber... Ja. Ja, wollte ich mir auch erst holen, aber komm, wenn ich schon einen AAA-Titel kaufe, dann richtig. Das mache ich so selten eigentlich, weil die Dinger immer so teuer sind. Ja, du angeschissen da hinten, wa? Okay, wollte nur gucken, ob die Kamera noch läuft. Ja, immer her mit der Muni. Läuft. Ne, weil mein Plan war es eigentlich, mit der Wumme rechts wieder rein. Okay, ich würde sagen, der ist hin. Rechts mit der Wumme dann reinzugehen und da mal aufzuräumen
Ja, mal gucken. Wir brauchen erstmal die blöde Karte irgendwo her. Also, hier haben wir ein verkodetes Schloss. Wow, bin ich erschrocken. Oh, leck mich am Arsch. Okay. Also manchmal ist es nicht gerade geil, alles zu greifen, was man findet. Tragbarer Tresor. Ach ja, es gibt ein Achievement, das besagt, dass man diese Dinger irgendwie öffnen soll. Jo, hau rein. Viel Spaß. Aha. Okay. Also, basically... Wird das nicht. Ist das... Nicht wegschmeißen. Ist das... Was habe ich gerade gedrückt? Ne, das nicht. Also der... Der... Nein. Der, nein, der, nein, der, nein, der. Und oben anfangen, ja, nein, der, nein. Easy! Und wir kriegen... Irgendein kleines Ersatzteil. Das ist das Ersatzteil für einen Knopf. Hier könnte man auch wie bekloppt durchraten, ja. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Wrench oder irgendwas zum Drehen. Geil. Bin ja nicht neugierig, aber... Hier unten ist erstmal nichts mehr auf der Ebene, wa? Hier unten ist noch irgendwas. Rotes Kraut. Alrighty. Ich gehe nochmal kurz in den Safe Room, schmeiß mal das rote Kraut raus. Saß ihr da vorhin schon? Ist mir egal, ich ignoriere sie einfach mal gekonnt. Aber ich hab's gewusst. Oh, schade, dass die Barriere davor ist, war du voll Honk. Honk, vor allen Dingen. Schnell das Kraut reinschmeißen. Flintenmunition reinschmeißen. Brauchen wir auch nicht. Kann man irgendwie sortieren? Kann man nicht. Wäre auch zu schön. Wäre cool, wenn man hier einfach sein Kostüm ändern könnte, was man auch vom Menü her kann, aber... So, ich will nochmal ganz kurz in den, Waffenraum rein. Ich muss sowieso gleich nochmal dahin, sobald ich die Karte habe. Muss ich kurz überlegen. Hier. Nicht hier. Da will ich noch nicht rein. Nee. Oh, was zum Teufel? Wo bin ich? Wo zum Teufel bin ich? Achso, hier ist der... Ach ja, natürlich. Ja, ich gehe jetzt kurz hier rein, okay. Jetzt muss ich mir überlegen, welche ich austausche, wa? Warte mal, 102 hat... Ich könnte noch ein Messer gebrauchen, dann könnte ich nochmal Massaker verursachen. 103, das heißt... Benutzen. Zack. Anhand dessen wird jetzt auch entschieden, oder habe ich jetzt entschieden, was ich auf der linken Seite freischalten kann. Nämlich gar nicht, weil ich hätte die zwei nehmen können. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall das Messer mit, weil das ist echt nützlich, wenn man das als Defense-Item nehmen kann. So, ich hätte jetzt hier theoretisch die zwei genommen, aber das hätte ich nicht nehmen können. Okay, da ist aber eine Inventarerweiterung, glaube ich, drin. Und hier sind noch mal ein paar Rounds, da ist egal, da haben wir eh noch nicht. Aber wenn ich jetzt richtig liege... Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich das hätte machen müssen, aber ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Ich glaube nämlich, dass hier irgendwo, also in dem Raum hier links nebenan... Ah, Muni. Brauchen wir, da können wir gleich mal nachladen, schon dabei sind. Dann liegt hier noch irgend so Papier. Ah. Das liegt hier. Schießpulvernutzung. Okay. Also wenn wir mal Munition mischen wollen, das Ding durchlesen. Ich glaube, zweimal Schießpulver ist normale Pistolenmunition. Der steht garantiert auch gleich auf. Ich bin nämlich der Meinung, dass hier die Karte drin
nicht liegt. Ja gut, aber beim Safe, da kann sich ja totraten dran. Trotzdem plündere ich das Ding jetzt hier mal. Einsatzberichte, Bock hat zu lesen. Kann ja anhalten. Ich bin übelst scheiße im Vorlesen, deswegen mache ich das so behindert in der Hinsicht. Ja. Initial, warte. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg steckt in den Initialen unserer Vornamen. Leon? Ich glaube nicht, dass ich... Problem ist, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß, dass einer von den Marvin ist. Aber dadurch, dass hier kein R drin ist... Hier vielleicht... Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man hier... Oh, keine Ahnung, da muss ich erstmal gucken. Welcome, Leon! Yay, tolle Deko! Okay, Marvin... Maul halten! Ich hoffe, die können nicht durch Türen durch. Die können garantiert durch Türen durch. Das wäre sonst zu einfach. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich da hingehe... habe ich den direkt am Arsch, ne? Nee, das will ich ja auch nicht. Kommst du raus? Du kommst raus! Gib ihm! Durch die Tür durch! Cheater! Nein! Reiß dich zusammen, Leon! Okay. Heißt, dass er tot ist, oder? Das Messer ist ja jetzt im Arsch. Achso, das ist ja hier das, genau. Genau, wir wollten jetzt erstmal nach oben. Okay, das mit dem Schießen üben, das müssen wir nochmal ein bisschen üben. Ich hoffe, die Barrieren halten auch. Ich weiß doch, dass die Tante aufstehen wird. Dann gucken wir mal, was wir hier oben haben. Ich glaube, das ist neu, das zweite Stockwerk. Beziehungsweise, sagt mir das halt nichts. Muni abkassiert. Ey, wie viel liebt ihr denn hier von euch? Okay. Kann ich mich totraten dran. Unser erster Schlüssel. Ich glaube, die haben damit Absicht so gemacht, dass du von vornherein die Schrotflinte kriegen kannst in der Demo. Weil das in der Demo vom Original auch so gewesen ist. Du hast ja später auch anders gekriegt. Okay, wir haben unseren ersten Schlüssel. Will ich hier eigentlich langlaufen? Will ich hier eigentlich wirklich langlaufen? An alle Überlebenden. Haltet die Augen nach dem unheimlichen Mistkerlen offen. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballern durch die Gegend rennt. Ja, stimmt, die sind taub, die sind taub. Ja, toll, die haben tollen Hörsinn, die sind taub. Sorry. Jetzt wird langsam das Inventar voll, würde ich sagen. Bald haben wir ein Lagerplatzproblem, denke ich. Hallo. Könnt ihr nochmal zum Dings... Ah, hier, die Tür habe ich, glaube ich, letztes Mal... Ja, da gab es mir den Hahn rum. Ignoriert, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist das hier? Wirr. Muni nehmen wir.
Okay, das sieht jetzt halbwegs gelootet aus. Hier sind noch Dokumente. Ich habe die Dreckschweine in einen C4 präparierten Stahlpferd gesperrt. Okay, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie sehr sadistisch ist. Gürteltasche! Yay, nice! Nice! So viel zu Inventarplatz. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? ASAP. I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Das war schön zu gucken, wie er sich hier begnügt mit seinem Lunch. Ey, du Fucker! Nein, lauf doch nicht. Oh, das ist ja jetzt doof hier laufen. Oh, komm schon! Ah, scheiße, jetzt komme ich da nicht ran, aber ich habe eine Idee. Mal nachladen. Ich weiß, ich müsste hier rauflaufen können. Ich weiß, ich kann nicht hier rauflaufen, weil ich dämlich bin. Was zu einem Rätsel gehört. Aber ich kann sie ja wieder rumluren und dann von hier irgendwo abknallen oder so. Das läuft echt gut. Warum auch immer ich gemisst habe. Gut, gehen wir runter. Lassen uns von den Dingern anknautschen. Oh, hier ist alles voll mit den Typen, Alter. Leute, wir sind hier. Ich bin hier. Also, wir. Doch. Holen wir uns die Heilige Bibel in der Zeit. Rotes Buch. Na, das sieht doch schon verdächtig aus, das Ding, Mann. Guck mal, das sieht doch so warte mal. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Das muss in irgendeine Figur. Oder so. Alrighty. Ah, ein Defense-Messer. Ich könnte das Ding benutzen, um... Jetzt kommen sie. Ja, toll. Son of a bitch. Okay. Wann bist du tot? Bist du tot? Ey. Du bist aber nicht tot, oder? Oh ja. Alrighty. Hübsche Vase, das interessiert keinen. Ein Wagenheber. Ach ja, ich kann ja das Ding hier verschieben. Aber ich glaube, dass ich vorher die Plate brauche. Wobei, das ist ja nicht dran. Ich muss kurz überlegen. Ich muss aber vorher das Ding wegmachen. Brauche eine Stange oder sowas. Gehe ich mal stark von aus. Oh, echt jetzt? Shit. Ah, ich dachte, der will sich schneller nach vorne. Und du hast doch schon keine Fresse mehr, du Arsch. Oh, dann werde ich jetzt mal tot. Locked. Halt. Ja. Echt jetzt? Wieder einer rumgesteht im Hintergrund? Wird dann eh so viel standen sein. Oder er wieder, der gerade da noch stand. Was haben wir denn hier für eine Statue? Irgendwelche Symbole? Nice! Y plus right button. Also hier und... Ah, okay. Das sind drei Symbole. Das hätte ein paar mehr, verdammt. Das hätte ich durchraten können, aber bei so vielen Symbolen eher nicht so, wa? Gut, dann wollen wir mal erstmal zu unserem Chief zurück hier. Lieutenant. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Yeah. You know her?
Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Danke, sterbender Lieutenant. Lieutenant Dai. So, okidoki. Jetzt fängt es nämlich an, das ganze Problem. Was behalten wir jetzt im Inventar und was nicht? Also, was ich nicht behalte. Ja? Ja, ich meine, klar, ich habe jetzt eine Info gekriegt, dass ich mal nachgucken sollte. Ich gucke auch gleich nach. Das packen wir erstmal alles weg. Da ich nicht weiß, ob ich das brauche. Behalten oder weglegen? Behalten oder weglegen? Scheiße, ich weiß es nicht. Behalten. Ich überlege gerade, wir sind ja schon mal an der Tür vorbei. Ach nee, die war grün, ne? Grüner Schlüssel. Ich soll eine Notiz haben. Ah, guck mal, da ist die Figur. Das heißt, sie braucht neben dem Buch auch noch diesen Stab. Heilwirkung von Kräutern. Schließfach. Oh, ist ja so viel. Oh mein Gott. Löwe, Blume, Vogel. Löwe, Blume, Vogel. Danke. Ja, yeah, Löwenmedaillon. Das heißt, ich kann das Löwenmedaillon unten gleich einsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass es da reingehört. Weil das ja alles ein Rätsel ist und da sind die runden Aussprachen dafür, also... Easy. Klick. So Elliot was right. Jung. Passage isn't open yet. Easy. So, dann werde ich jetzt noch das Buch wegpacken, weil ich nicht weiß, wo die Figur dazu steht. Und mal speichern. Beim ersten oder zweiten und dritten Mal ist es scheißegal, wie oft du speicherst. Hauptsache, man speichert. Hauptsache, man speichert auch so. Ne, da nicht. Man speichert auch so, dass man nicht beim Endboss steht mit null Munition. Das ist mir schon mal passiert. Ostseite hat er gesagt. Ist das die Ostseite? I don't know. Müsste ich mal die Karte öffnen. Oh, was ein schöner heller Raum. Ich erinnere mich an den Raum. Nischt, 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 nischt. Nischt, 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 nischt. Okay. Da hat was, da war gerade was. Hier ist ein Safe, der mal wieder gelockt ist. Ah, nicht der Safe, das Blatt. Ah, Kraut. Wusste doch, das kommt mir irgendwie spanisch vor. Oh wow, das ist echt eine nützliche Info. Okay, ich wollte gerade sagen. Dieser Schlüssel ist nur nutzlos, wollen Sie ihn wegwerfen? Oh, das ist der Raum, hä? Oh, ey, ups. Yep, das ist der Raum. Hier können wir nochmal was vernageln. Jetzt gucken wir mal erstmal, hier ist erstmal eine Tür. Oh, Facepalm! Steht denn da vorne? Nochmal raus. Hol mal schnell dieses blöde Buch. Ist das geil. Aber schön ist, dass man so einfach von nach oben und unten gehen kann. Ach, das ist... Hä? Mal gleich mal was gucken. Da oben ist auch noch ein Stockwerk. Ja, mal gucken, wie sie das jetzt verbunden haben miteinander alles. Jetzt muss ich... Ja, bis was für das nächste Mal. Ach, dann, das Vernagelungsbrett, ich weiß nicht. Theoretisch kann kein Zombie in den zweiten Stock kriechen. Ich nehme das mal mit.
Ich geh mal, das ist alles so scheiße. Ich lass die hier. So, Kunstobjekt mitnehmen. Ich habe überlegt, ich gehe nochmal schnell links in den Raum rein, wo wir angefangen haben. Und nagel da mal ein, zwei Fenster zu. Scheiß drauf, da kriegen wir schon hin. Und dann ärgere ich mich nachher drüber. Wäre nicht das erste Mal, ja. Uff, hier ruppt die Tür. So, jetzt glotzen wir mal. Hier liegt irgendwas. Artikel von irgendwas. Raccoon Magazine. Ah, hier geht's jetzt im Grunde um die Geschichte der Statue des Königs oder so. Ja, die Weapon Locker Card. Ja. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Die fehlt eine Hand! Oh, da liegt die Hand. Klung, klung. Halt mal, mein Freund. Linker Arm mit Buch. Ah, okay. Ah, da gibt's ein. Ja, stimmt, hier kriegst du den Rubin, den ersten. Ja, ich erinnere mich. Beziehungsweise gibt's hier scheinbar den ganzen Stab. Scepter. Alrighty, es sieht nicht danach aus, als wäre hier noch irgendwas Sinnvolles. Möchte meinen, ich habe gerade was gehört. Untersuchen. Braucht man jetzt das Scepter? Ah, da. Rotes Juwel. Da. Alright. Hier brauche ich irgendeinen Mechanismus, richtig? Yep, da brauche ich. Es gab hier früher dieses Ventil-Dings, beziehungsweise war hier der Helikopter reingecrashed. Der wird jetzt wahrscheinlich einfach nur draußen liegen. Kann man hier raus? Kann man hier noch schönet? Okay, er liegt hier. Okay, und er brennt wenigstens nicht. Aber gut, es regnet ja auch. So ein Glück aber auch. Hey! Leon? Claire! Hm. Hold on, I'll be right there. Okay. Okay, er brennt doch. Okay. Schön. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Fancy pockets. How are you doing? You know, just surviving. Good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. There. Don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think we should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Now. Hey, hab manchmal so eine Zuckung. Let's get through this. Both of us. Marvin, I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Schneidwerkzeug. Copy. Marvin. Damn it. Quatsch nicht, wir machen Wochen, müssen hier weg. Also, das Schöne ist, in der Eingangshalle gibt's auch irgendwas, was wir damit aufschließen. Also, schließen müssen. Ich hab hier gerade unten Munition gesehen. Ja, hab ich mich verguckt, wa? Oh, es ist blutige Hand. Naja, gut. Was? Was? What the? Oh. Nein. Halt bloß hier, warte, du Arsch. So. Jetzt gib mir mein Messer zurück, du Vogel.
Ja, natürlich. Mit der Knopf erstmal. Tja. Dann gib mir. Hab ich durch ihn durchgeschossen? Ja, mein Messer zurück. Okay, das lief jetzt nicht so geil. Noch irgendwas? Ach, hier sind wir wieder. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und nee, 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 weil die ganzen Zombies noch stehen. Das ist nicht so gut gelaufen in der Hinsicht. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir sind jetzt hier. Ich habe natürlich so ein scheiß Brett nicht dabei. Super. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich kann jetzt zum Hauptweg zurück. Ja, ich habe jetzt das Schneidewerkzeug. Müsste ja da jetzt irgendwo durch können. Ich muss nochmal an diesen beiden Hackfressen vorbei hier vorne. Run, Leon, run! Das müsste doch gehen, was ich vorhab, oder? Das geht nicht! Scheiße! Echt jetzt? Fuck! Fuck! Ja, gib ihm. Messer. Du bist weg, die Drecksbande. Alrighty, das war nicht so geil. Puh. Da ist unser Messer weg. Das Ding hätte noch einmal Nutzen gehabt. Da drin zischt auch immer noch. What the fuck? Ich habe keine Chance zu reagieren. Scheiße, raus hier. Geil. Und jetzt? Ja, wisst ihr was? Leg mir da am Arsch und liegt ein Brett. Es wäre ja geil, wenn die auch rauskommen würden. Warnung, ist das gelb oder ist das schon ist noch gelb? Wieder Affenarsch. Komm raus. Das ist echt feige. Gut, der ist erstmal kurz hingefallen. Ah, Kräuter, nice. Den Verlust gleich wieder gut gemacht. Wirklich? Wirklich? Soll ich den jetzt erschießen? Durch die Tür durch oder was? Regt mich das auf! Du das brennendes Arschloch. Na, wieder da hinten. Hat die Klingel hier auf den Sack. Kann man das irgendwie ausstellen? Das wäre auch zu schön, ne? Man kann den hier irgendwie löschen. Bleibst du jetzt tot oder kommst du nochmal wieder?
diese Scheiß. Gib mir ein bisschen die Dings auf den Sack hier. Die Steuerung, muss ich ehrlich stehen. Fuck. Also, ich wollte gerade rennen, hab aber irgendwie gezielt halt, weil das die Tasten dafür sind. Weil man den dämlichen Stick reindrücken muss. Das ist ein bisschen. Hä, wie kriege ich die denn tot, Mann? Warum kommen die immer wieder? Fuck daneben. Fuck daneben. Fick dich. What the? Hab ja kein Messer mehr, da war ja was. Ich glaube, heißt tot. Hab ich jetzt, glaube ich, auch begriffen. Nachdem ich jetzt mein schönes Spray versammelt habe und keine Muni mehr habe. Ich hätte einfach weiterrennen sollen. Ah. Puh. Okay. Okay. Also irgendwo hier gab es was, was man knacken musste. Oder bin ich da falsch? Das ist das Ding. Hier gibt es auf jeden Fall eine Tür, die man damit öffnen muss. Und tschüss. Ah. Werden wir schon zum Zombie? Hm? So, jetzt bin ich erstmal kurz verwirrt. Also, ich war jetzt dort. Es gibt hier nichts zum Aufschneiden. Jetzt muss ich mal überlegen, wo. Aber ihr habt jetzt irgendwas, wo man was hätte aufschneiden müssen. Oder so was ähnliches. Was ist hier hinten eigentlich jetzt? Warum mietet hier alles nicht mehr so richtig? Es ist ein bisschen blöd, dass ich da nicht raus konnte. Hätte mir viel Ärger erspart, auf jeden Fall. Da brauche ich was zum Hebeln, da brauche ich irgendwas anderes. Jetzt bin ich kurz überfragt. Kiste. Ah, komm schon, mach die scheiß Kiste auf. Wir holen uns erstmal unser Pew-Pew. Ja? Pew-Pew. Achso, das hier ist ja auch überflüssig. Ich kann auch wegschmeißen dann eigentlich. Das Juwel können wir noch nicht verwenden. Es gibt nämlich noch ein zweites davon. Okay. Wir sind out of ammunition auf jeden Fall, offiziell. Ist halt schlau, hier lang zu gehen? Vielleicht ist es andersrum besser. Wie sich auf dem linken Bildschirm immer irgendwas bewegt die ganze Zeit. Und dadurch die ganze Zeit denke, dass irgendwas hier passiert. Hm, schön für dich. Tja, das mit den Namen geht jetzt los, ja? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie die alle heißen. Warte. David Ford. David Ford. Ju! Jetzt hab ich hier so ein Zombie am Arsch. Kommt er trotzdem her? Nee, ne? Nö. David? Ne? MLC, was hast du das denn jetzt hier lesen? Ne! MLC, ich würde das aber noch älteren machen. Selbst kein MLC. Ich kann jetzt hier wie bekloppt durchraten, ja? Das wird bloß nix. Wobei MLC ist auch kein L bei. Nope.
Marvin MAB vielleicht. Er soll jetzt alle durchraten oder was? Hä, bin ich jetzt bescheuert? Gibt ja kein L. Hier ist kein L. Hier ist kein L. Nope. Wir lassen den mal hier in Ruhe. Was ist hier los? Zombie-Mania hier. Nur noch falsche Richtung. Danny. Ja, ja. Du wirst nur... Das habe ich mich vom Chat beeinflussen lassen. Du wirst jetzt so geschickt, mein Freund. Du bist jetzt so toast, Alter. Ihr pair den Shit. Machen wir mal ein bisschen Master Blaster, der mir sieht hier. Nachladen. Ja, komm. Hit. Schon sind wir wieder hier. MLD. Also David. Ah, du meinst die da vorne haben. Dann hast du hier Marvin und Leon dementsprechend. Noch irgendwo ein Zeichen von irgendwas? Nee, ne? Nicht hier. Oh, Jungs, hier. Hört mal jetzt. What? Eine Schrotflinte. Auf beide gerichtet. Beide daneben. Wie zum Teufel geht das denn? Fick dich! Da lag ein Schild auf dem Boden. Fick dich! Gib mir mein Messer wieder. Money waste, aber ihr seid tot, ihr Arschlöcher. Da lag ein Schild auf dem Boden, hab ich gerade gesehen. So, einen Blick hier. Geh! George. Hier ein G. Marvin, was hab ich gesagt? Scheiße, was hab ich gesagt? Marvin, George und... Fuck. David. Liebt ihr kein G? Oder was? Nö, so schon mal nicht. Gibt weder G noch D. Irgendwie ist das ja alles für ein Arsch, was ich hier gerade versuche. Mag. David, Marvin und George. Ne, die anderen Schlösser waren woanders, ne? Hier sind noch mehr Schilder. Oh Gott! Neil und Elliot. N-E. Was haben wir hier? D. N-E-D. Könnte so ja hinkommen. Ja. N-E-D. Dann hast du hier M. R. Und G. M-R-G. RG. Okay, easy. Wenn man sich nicht dämlich anstellt. Erweitertes Magazin. Oh. Und ihr Laden ist auch. Das finde ich ja gut. So. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, was wir machen sollen.
Guck mal, der winkt mir. Oh. Also, irgendwie. So, lass mal kurz überlegen. Wir haben das Juwel. Wir waren im Brennbrennraum. Der Brennbrennraum, der müsste eigentlich gelöscht werden. Der war noch... Tja. Wo denn? Da kann ich mich jetzt tot suchen, vor allen Dingen, dass das alles Delay hat, kannst du mir das dann definitiv nicht sagen. Magazin. Ah ja, Leon Scott Kennedy. Mein eigenes. Das ist ja mein Schrank hier. Mein Schreibtisch, den sie mir vorbereitet haben. Aber LSK kann bedeuten, dass ich irgendwo unterwegs. Dass ich irgendwo unterwegs einen Schrank finde, der meine Initialen trägt. Oder ich muss mir die Initialen dieser Leute merken, dass ich die irgendwo benutzen kann. Jetzt kann ich also wie ein Idiot hier im Kreis rennen und die Dinger suchen. Hier geht's wieder hoch. Das ist nicht das Ding, was ich suche. Ich weiß auch nicht mehr, wo der stand. Maul halten. Alter, du bist hingefallen. Du bist nicht tot. Alarm. Du bist nicht tot, Schickse. Aber mal mit Kriechen versuchen, ja? Jetzt etwa? Ja. Hier vorne ist nämlich so ein Locker, siehst du? Snackautomat. Mann, scheiße, wo war denn der? Oh, Mann. Ich wette, der war irgendwo unten. Kann ich echt wetten. Da vorne ist einer. Oder es sind ganz andere Buchstaben. Das geht natürlich auch. Sieht fast aus, als wäre das einfach richtig. Nee, das... Ich glaube, das sieht noch so aus, ne? Ja. Das wäre ja auch gewesen jetzt. Wenn die Farbgebung gesagt hätte, was das wäre, ja. Also Leon Scott Kennedy ist es nicht. Keine Ahnung. Gut. Jetzt bin ich im Grunde schon immer fast rum mit der Ganze. Oh, schön, dass die meine Übertragungsleistung einfach ändert zur besten Leistung. Während ich spiele. Hier brauche ich auch irgendwas, um den Wagenheber zu benutzen. Hier sind Zombies auf ihr Stand. Das Witzige ist, ich livestream jetzt doppelt. Das kann so nicht funktionieren. Ja, geh mal weg, mein Freund. Oh fuck, da war ja was. Ich hab die Glocke geläutet, ich renne mal, wa? Wuhu! Ich muss da mal kurz, rüber tappen. Das ist gerade sehr ungünstig, ich weiß, aber das geht gerade nicht anders. Steam, langweiliger Bullshit. Schnell schreiben. Spiel wiederfinden, so.
Okay. Das war ein sehr schreckhafter Moment. Einen Moment. Ist das hier eine Fresskraut? Ist das ein Fresskraut oder ist das so ein. Ist eine Pflanze, alles klar. Kann man bestimmt auch essen, aber. Ja, jetzt renne ich ja wieder dahin, wo die ganzen Brandzombies waren. Warte mal, jetzt wo das hier Alarm geschlagen hat. Und schade, ich dachte, es wäre jetzt auch irgendwie. Was passiert? Hier war der drin. Ah, ich weiß noch, man ist da mit dem Zepter runtergelaufen, also mit dem Stein runtergelaufen. Und da lag dann irgendwie das Ventil. Bei meinem Glück kommen die Zombies gleich durch. Kann ich das. Nee, nicht aufmachen. Verrückter Kunde. Ja, hier sind wir wieder hier. Ich kann mich da in der Hinsicht nicht dran erinnern. Ich mach mal hier so ein Brett dran. Falls hier nochmal vorbeikommen, die irgendwie die Zombies da durchkommen, das wäre ungeil. Hier waren wir auch schon mal drin. Fuck you! Maul halten! Ja, Mann, weg. Jetzt bin ich hier reingegangen. Munition verschwendet und was ist? Unser halb cooler Freund liegt hier unten. Ah, okay, hier war das. Ich weiß, ich hab's irgendwann mal gesehen. Es war in der Demo und jetzt. Ich hab's. Den können wir erstmal. Hey, ich dachte, das Ding hat so ein. Wegschmeißding. Naja, dann eben nicht. Genau, ich kann jetzt hier nämlich rein. Bitte keine Zombies. Ah, da sitzt ja schon wieder einer. Hier rumpelst du rum, ja? Naja, du kannst mal dein Maul halten. Ich hab doch keine Munition mehr für euch. Wir gucken erstmal rum, was es hier gibt. Vielleicht finden wir ja irgendwie. Irgendwas. Da war irgendwas. Ich glaube, ich muss mir Munition herstellen demnächst. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass sie uns trappen irgendwo. Die ist leer, die Puste. Okay. Das heißt, wir machen jetzt die Zombie-Lur-Taktik. Ziehen ihn jetzt erstmal so ein bisschen rum, das Ganze, und hoffen, dass wir da genug Zeit gewinnen, den Raum zu untersuchen. Runtergriff. Da liegt noch ein Kraut. Und. Ne, irgendwas anderes, Louis. Verpiss dich! Verpiss dich! Mal kurz gucken, war hier hinten noch irgendwas? Da ist eine Düre. Wo kommen wir denn raus? Ah, fuck you. Geil. Okay, jetzt habe ich erstmal ein Problem. Blendgranate. Ah, scheiße, Inventar voll. Ganz ruhig. Inventar benutzen. Bett mitnehmen. An dem Arschloch vorbeirennen. Und erstmal hier raus. Das ist ja mehr ein Panikraum als alles andere geworden hier. So. Dann will die komplett nach draußen wieder hoch. Könnt mich mal alle am Arsch lecken da unten, Alter. Huh, das war hektisch. Das war Panikmodus. Ada Wong. Hört mir gerade ein. Ja, mal einmal drehen hier, mein Fuß. Ich muss kurz meine Brille absetzen, mich juckt's. So. Okay, was? Nein! Nein! Nein!
Ich brauche noch ein Metallstück. Nein! Oh, was mache ich denn da jetzt? Untersuchen. Na gut, Flashbang ist wahrscheinlich super geil gegen Licker, die blind sind. Ja, eine Kurbel ginge auch, sicherlich. Nee, da war das. Erstmal Sachen aus dem Inventar. Das klingt jetzt vielleicht dämlich, aber ich habe so viel Shit im Inventar. Aber wo kriege ich denn jetzt dieses Metallstück oder eine Kurbel her? Das Problem ist, ich kann in den verseuchten Raum unten nicht wieder rein. Außer ich mache die große Bleipuste fertig. Da wir nur eine Art von... Bild? Was? Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal Inventar. Hochwertiges Schießpulver. Warte mal, gelb und weiß, ne? Ja, dann, das ist nicht für die... Ach, das geht so nicht, ne? Das haben sie ja geil gemacht, gleichzeitig auch total dämlich. Ich guck gleich mal, was du meinst. Wir packen die mal weg. Wir können nicht so viel Schrott halten. Den packen wir weg. Weil ich habe das Gefühl, das bringt uns nichts. Wir nehmen auf jeden Fall die Flintenmuni mit. Ich überlege auch, ob ich zwei von denen kombiniere. Und uns nochmal Pistolenmuni mache. Yep. Nachladen. Alter, wie viel das Teil halten kann. Holy shit. So. Speichern. Wir machen das mal. Wir schreiben das mal. Wenn es blöd läuft, dann spielt es halt einfach von vorne. Ist doch easy, das Spiel. So. So sieht das Bild aus, was da unten war. Welches Bild? Du meinst aber nicht in dem Zombie Fuck you Raum. Wo ich die Bleispritze brauche. Na, da habe ich ja Bock drauf. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwo das Metallstück. Da, wo ich das Ventil ranmachen wollte. So, das ist ja hier hinten. Hi. Ach so, das meinst du. Ja, das ist ja smart, ne? Da hast du recht. Ach, ich weiß wohin. Ich hab's. Natürlich. Drüben auf der anderen Seite ist doch dieser komische Duschraum gewesen. Und in dem Kack-Duschraum, da spritzt doch mega das Wasser rum. Da werde ich jetzt mal rübergehen. Ist im Grunde doch ganz einfach, oder? Da mache ich das Ventil. Dann hole ich mir hoffentlich von da die Kurbel. Kurbel mich hier durch. Ja. Gucken wir mal. Wenn ich schon darüber gehe. Ich weiß, ich hab's bei. Alles gut. Ich hab's bei. Und da war die Stimme weg. So, dann ist nämlich hier reingehe. Jetzt bloß das wieder finden. Oh, scheiße, zu spät. Na gut, den ignorieren wir mal jetzt. Laufen direkt an den ran. Das Ding ist abgesch... Grüner Schlüssel. Weiterlaufen. Fuck, was ist denn jetzt hier los? Ich hab's gewusst. Ich hätte es mal vorher zum... Ja. Okay, Messer mehr. Leck mich. Das war kein Fehler. Aber wo war denn dieser Kackraum? Bin ich wieder hier. Toll. Scheißdreck. Aktenraum. Hier stehen da die ganzen Namen dran. Dunkelkammer, da ist der Safe Room drin. Aktenraum. Das ist. Achso. Also Aktenraum ist das, wo wir nicht rennen können, weil. Ja. Ach, der Sprudelraum war auf der anderen Seite, ne?
Hab keinen Bock rüber zu laufen. Faule Sau. So einfach kann man sie es machen, oder? Das heißt, das, was ich. Warte mal, hab ich jetzt Inventar habe ich schon gemacht, ne? Ja. Hab ich. Das heißt, das, was ich suche. Das ist dahin, hier hinter. Oder? Ist ja, wir rennen jetzt einfach nochmal hoch, nochmal runter, nochmal rüber. Und gucken, ob das funktioniert. Kann da hier unten nicht durch. Wartezimmer, Kunstraum, Feuerleiter. Ne, das ist ja noch nicht. So. Büro, Raum der Wache. Toiletten, da war doch dieses. Ah, wo war denn der Scheiß? Was ist das hier überhaupt? Vernehmungsraum? Heizraum? Was? 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 Achso, das ist unten. Ah, das könnte das ja sein, weil dann. Hä? Verwirrung. Ich bin ein wenig verwirrt. Bis hier ist ja alles clear. Ich habe mich ja vorhin schon angestellt wie ein Vollidiot. Hatte die Schnauze da draußen. Hier ein bisschen vorsichtiger jetzt. Jetzt bin ich nämlich hier unten. Jetzt bin ich da. Das Büro ist das. Da liegt noch Munition drin. Echt jetzt? Oh, scheiße. Oh, nein. Das Elektroteil. Nein, was? Was? Fuck you. Aber dass er sich halt aber auch nicht wehren kann, sich beißen lässt, ja? Das ist ein Survivor, du. Elektroteil. Ja, damit haben wir noch ein Teil mehr, wo wir noch irgendwo mit hin müssen. So, okay. Aber es ist schön, dass das irgendwie angezeigt wird. Das heißt, die rennen jetzt hier wie behindert erstmal zurück. Schaff ich. Aber Leon, du Vogelbeen. Damit Stück Scheiße. Naja, doch so Dinge wie sind tot, ja, geil. Karte. Jetzt bleibt mir nämlich verlaufen. Scheißhäuser. Das war hier das mit dem. Genau, hier ist ja nichts mehr. Hier haben wir schon gelootet. Fuck. Aber nichts fetter zum Heilen bei. Geil. Manchmal sollte man sich doch durchballern. Das hier drin gewesen. Ach ja, komische Presseraum. An dem kommen wir nicht mehr lebendig vorbei. Kann ich vergessen. Vor allem müsste ich hier rechts mal um die Ecke. Ey, Arschloch, komm her hier. Ja. Ja, nur stirb halt, Alter. Boah. Ich meine, so krass wie die Szenen gemacht sind, regen die mich auch tierisch auf. Das hat mich im ersten, also im Original schon gestört. Wenn du stirbst, hast du erstmal stundenlang gefressen werden musst. Oh, ich darf da nochmal hin. Dann bin ich nicht mal sicher, ob da überhaupt irgendwas ist. Weil ich nicht mehr weiß, wo dieser scheiß Raum ist. Aktenraum am Arsch. Da ist nochmal Piu Piu. Hab ich irgendwie vergessen mitzunehmen. Ja, nicht mal betreten den Raum. Puh, Tresor. Ja, wir sehen auch nicht, wie man den aufmacht. Da ist das gewesen, guck mal. Jetzt will ich auch wissen, was da drüben ist. Ich brauche auch das Elektroteil. Scheiße, jetzt darf ich nochmal da. Dann links auch nochmal rüber, wo die ganzen anderen Arschzombies sind. Oh. Ich weiß schon, warum ich die alte Steuerung besser fand früher. Oder besser finde. Es war einfacher.
Hab nicht so wie so ein Vollidiot daneben geballert die ganze Zeit. Da war ich ja bloß draufhalten. Immer eine andere Reihenfolge jetzt. Erstmal hier mitnehmen. So. Wisst ihr, Wattmann? Vogel. Warte, wenn ich jetzt hier die Tür öffne, kommen da noch mehr raus. Gut. Laufen, laufen, laufen. Umorientieren. Also. Das Teil hier einsetzen. So, dementsprechend kann ich jetzt hier abkürzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Sein Schädel ist weg. So, dann kommt mal. Bin hier im Safe Room. Noch? Ich will keine Schüsse verballern dafür. Das ist halt so diese. Aber dem nicht mehr, der ist hin. So, also habe ich jetzt geradezu noch einen Raum, in den ich mal checken kann. Fettzombie steht wieder auf. So ein Brettteil. Ist die KP nämlich nicht reingeguckt. Muni auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Ich kann überladen. 24 kann ich halten. Okidoki. Puh. Also das andere ist von irgendwo anders. Kommst du lang? Jo, dann ist das erstmal soweit gelootet. Kommt mir ein bisschen vor wie in DayZ, bloß besser. Und wer das nicht weiß, DayZ ist ziemlicher Schrott. Also meiner Meinung nach. Ich hab's mir gekauft und bin nicht zufrieden. Aber naja, ist ja mein Problem. So, okay. Okay, jetzt kommt der Raum mit den ganzen Arschlöchern. Da muss ich nicht zwingend hin. Wait, warte mal, wie komme ich denn da jetzt in den... Wie komme ich jetzt hierher? Über die Treppen. Hä? Ist mein Wissen um dieses Spiel jetzt schon so blöd, dass ich... nicht mehr auf die Reihe kriege? Schaffe ich das noch, bevor der da rauskommt? Scheiße, ne. Natürlich! Logisch! Doesn't make any sense, aber logisch! Aushalten, Wichser! Machst nix. Oh, ich bin die Sackgasse, ihr laufender Idiot. Hätte mal oben durchlaufen sollen, nicht die Treppe. Naja, meine. Naja, wie auch immer. Ich bin nicht hier. Okay. Was ist das Ding? Hier ist noch irgendwas, was ich noch nicht betreten habe. Wie war das? Schließfächerraum. Ah ja, ich habe hier noch die Dingsmuni noch nie rausgeholt, ne? Wo war denn das hier? Oder? Oder? Ihr habt auf jeden Fall noch 102, das habe ich noch nicht. Ne, den habe ich schon gelootet, ne?
Dann ist das Schrotpatronenzeug, was er mir anzeigt, das hier, weil ich noch nicht öffnen kann, weil mir die 2 fehlt. Da geht nicht rein, da geht nicht rein. Dunkelkammer, genau. Dunkelkammer. Hier ist auch das, was ich suche. Ich hätte eindeutig oben lang gehen sollen. Ups. Ich dachte gerade, das ist was anderes. Da steht doch sowas von auf, der Kerl, Mann. Kann sich noch irgendwer an die Buchstaben erinnern, die ich so hier habe? Ich nicht. Okay, einmal nix. Einmal. Ja, Leon ist mir klar. MG. Das sieht nicht gerade sehr lecker aus hier. Okay. Also, hier ist nichts. Hier ist ein Schrank. Mehr Pulver. Okay. Und Luft. Instant. What in God's name? Ich bin kein Stress, mein Freund. Okay. Eine Batterie. Okay. Also interne Bürobedarfs 9157. Tresor mit Rätselschloss von 2F wurde ins 1F verlegt. Okay, das ist ins 1F. Der Tresor ist dann hier unten. Das ist relativ easy, wenn wir in die Eingangshalle kommen. Erinnere mich mal wer dran. Einfach ganz laut schreien. Da liegt ein rotes Kraut. Damit haben wir die Flossen auch schon wieder voll. Das haben wir eh noch. Warte mal, dann nehmen wir mal... Ach... Das ärgert mich jetzt. Könnt ihr jetzt theoretisch das Kraut fressen oder ich mach mir ein... Halt, ist doch richtig. Kombi. Kraut hier fressen. So, Computer. Benutzen? Getriebesond? Ne, haben wir auch nicht. Ein USB-Dongle. Oh. Okay, ich weiß, wo wir sind. Also, gegenüber dem alten Spiel, weiß ich, wo wir sind. Oh, ich kann den so viel, kann ich nicht aufheben. Scheiße. Ist alles voll mit irgendwelchem Zeug. Warte mal, ich mach das mal folgendermaßen. Ich waste jetzt mal das Kraut. Und nehme hier dafür was Neues mit. Das hier kann ich nicht... Warte mal, doch, ich kann das doch direkt...
Combine. Dann kann ich dit mit dem Combine. Theoretisch brauchen wir die Pistole ja bald nicht mehr, weil die Blaster ist ja sowieso stärker. Ob das jetzt hier so umsetzbar ist wie im ersten Teil, weiß ich nicht, aber... So. Damit habe ich jetzt alles, was es hier gibt, gelootet, ey. Und noch die Karte dazu. Ja. Komplett durchsucht ist es nicht. Okay. Was auch immer das bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass ich die Defender lösen muss vorher und... ja, keine Ahnung. Kann ja mal Weskers Desk 50 mal... Desk durch 50 mal durchsortieren, durchglotzen. Alter, wo ist der Kerl jetzt? Der hat sein Opfer um die Ecke gebracht, ne? Luft bloß nicht. Verschlossen! Verschlossen! Oh, Stunde nachladen. Ja, komm, hab ja Zeit. Puh. Das war ein wenig stressig, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt zurückgehen... Ah. Toll, ich hätte trotzdem durchgehen können. Wo zum Henker sind wir jetzt? Karte, dafür ist der oberste Stockwerke. Ah. Aufenthaltsraum. Da jetzt zur Bibliothek zurück. Der Unicorn. Unicorn, Unicorn. Unicorn. Skorpion Mitte, Roboter links und Wasser rechts oder so. Die guten alten griechischen Dinger. Was habe ich gesagt? Skorpion, ja. Wasser, irgendwas. Das da? Ist das Wasser? Sieht so aus. Das Wasser und... Roboter, hätte ich gesagt. Das hier. Roboter. Einhorn. Nein, nimm die schon... Ich fällig's mit. Lieg hier eigentlich drin? Nicht so wirklich, ne. So, wenn ich jetzt hier stehe, geradezu rechts ist die Tür. Ah, gut, das kriegen wir hin. Geradezu rechts ist die Tür und tschüss. Ah, kann ich erstmal verstauen hier. Okay. Nehme ich gerne. Man sollte echt öfter mal die Karte öffnen, wa? Ja, ich weiß. Ich will erstmal ein bisschen Scheiße wegpacken und dann muss ich erstmal in den... Das müsste gleich die Tür hier sein. Pass auf. Ja. Ja, jetzt drauf. Hab ich gehört. Tja, was mache ich mit der Flashbang? Ich meine, benutzen offensichtlich, aber... Die Batterie. Wofür ist die Batterie? Das brauche ich jetzt eben aktuell ohne mehr, da bin ich gar nicht schissen mit. Das scheine ich noch irgendwie zu brauchen. Das nehme ich mit. Ich habe noch First Aid Sprays hier rumliegen. Ah. Ah komm, das war bis jetzt okay. Safe mal. Packen die komische Medaille drin. Dann wieder einen Platz frei. Weg damit mit dem Scheiß. Einer noch.
9 links, 17 irgendwas, ne? 9 links, kann ich mir noch dran erinnern. 9 links, 15 rechts. 9 links, 15 rechts, 7, 9, links 7. Was hab ich gesagt? Links, rechts, links, 9, 15, 7. Ach so, ich muss jetzt nach links drehen, ne? Neun, fünfzehn, sieben, ja. Nee. Sind sie denn verkehrt? Ja. Neun nach links drehen. 15 rechts, links 7. So, der im 2F stand, wurde nach unten verlegt, in die Westseite 1F, das ist hier. Also, 9 links. Nö. Ja, naja. Ich drehe den jetzt auf 9. Nach links. So. Verkehrt. Wenn ich jetzt sinnfreierweise andersrum probieren würde, geht der genauso wenig. Ja, ist mir schon bewusst. Habe ich ganz mit Absicht gemacht. Verstehe nicht, warum. Oder muss ich das so komisch machen? Nee, das wäre Quatsch. Funktioniert nicht. 9 nach links. Nö, kann ich nicht. Das lässt sich nicht halten. Ach ja, jetzt habe ich die Mechanik dann da verstanden. So nicht. 9 links. 15 rechts. Jetzt habe ich es verstanden. Gürteltasche ist geil, aber kein Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Okay, Karte. Was haben wir denn noch? Schließfachraum, wo immer noch ein Button fehlt. Wir haben ein Kombinationsschloss, wo wir nicht wissen, wie wir es aufkriegen. Den Wagenheber, mit dem wir noch nicht anfangen können, weil da noch ein Teil fehlt. Der Rechner, den wir nicht benutzen können, weil da uns noch der Dongle fehlt. Die Kurbelvertiefung. Und noch ein Tresor, wollen wir die Kombi noch nicht haben. Da waren wir noch nicht. Nicht so richtig zumindest. Hier oben ist noch ein Kombinationsschloss. Oh. Leon, hab dich nicht so. Also ich weiß ganz genau, dass ich nicht nochmal durch diesen Zombie-verseuchten Raum will. Wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich theoretisch auch in... Was ist hier? Dunkelkammerbecken. Na gut, okay, das ist unwichtig. Ich kann hier raus, Treppe hoch, dann bin ich da, wo ich hin will. Ich will mal die Kombinationsschloss ein bisschen rumspielen. Also wir hatten M, R... G, das stand ja schon mal irgendwo im Chat. MRG.
und N, I, D, Ned, MRG und Ned. MRG und Ned, Maul halten. Hier ist ja mittlerweile auch alles clear. In dem Raum drin, ne? Bitte sag mir, dass hier nicht wieder ein aufgestanden ist. Was hat er jetzt gemacht? Okay, das ist in Ordnung. Das ist nichts von all dem. Weder Ned noch MRG. Och, keine Ahnung. Das hat ein AFK. Bin AFK. 2, 3, 4. Da kannst du dich tot suchen. Nee, das wird so nicht. Vielleicht umgekehrt? Oder Dan? Mann, warum juckt mir denn die verdammte Nase so? Keine Ahnung. Tja, jetzt stehen wir da. Der komplette Bereich geht erst auf, wenn du daran kannst. Da ist ein kaputtiger Hubschrauber davor. Hier ist jetzt nicht mehr so viel. Gehe auch mal davon aus, dass die Kombinationsschlösser auch bloß irgendwelche Goodies geben. Wobei das nicht zwingend sein muss. Keine Ahnung, also damit werde ich mich jetzt nicht auseinandersetzen die ganze Zeit. Vielleicht finde ich hier irgendwas in den Dingern hier, aber... C4... Licker... Tragbaren Tresor, Erinnerungsfoto, naja... Kräuter, Schließfachterminal, Notiz, ja... Es gibt einen Scott. Der nicht Leon Scott Kennedy heißt. Scott Kennedy heißt. Scott. Da hab ich. Nee, da hab ich kein S, ne? Nee, da hab ich da nicht mein R. Ah, man kann instant umdrehen. Das macht das schon wieder einiges einfacher, ja? Bin ich nur noch zu 50% ein Idiot. Ein Idiot. Ist das gleiche Schloss? Nee. Becker. Eine Idee. Ja, komm, ihr probiert mal umgekehrt. Nee. Mit dem Marvin kommt auch nicht hin. AFN. AFK. Tja. Die werde ich wohl nicht mehr aufkriegen so schnell. Tja, Leute, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist, ich fahre mich ganz gerne mal fest in so einem Spiel. Ich weiß, ich könnte hier noch was machen, aber ich brauche halt Wagenheber und so. Beziehungsweise kann den nicht bedienen. Weil halt, geht halt nicht.
Nö. Vergiss es, mein Freund. Ja, na klar. You bastard! Ist das realistisch genug, dass ich... Na, kann ich hier nicht überschießen? Nee, was ne Scheiße! LOL. Ich hasse Zombie-Movement. Der ging voll daneben. Der Kollege... Eigentlich dann hätte ich den Hals treffen müssen, bin ich der Meinung. Ich stell mich an wie ein Trottel. Kein Messer mehr dabei. Ach, sehr ruhig. Brauche ich auch irgendein Werkzeug? Jetzt hier die Sachen verschieben, aber bringt ja nichts, ohne den Dings hier loszukriegen. Den könnte ich oben rüberlaufen. So, Chat, wer hat eine Idee? Ich weiß, ich bin zu blöd, diese Dinger aufzukriegen hier, diese alten Schließfachteile. Wir haben aber auch nichts, was uns weiterhilft. Oh Gott. Ja, das ist der Raum, wo die... Das ist der Raum, wo man die Kurbel braucht. Die uns ja immer noch fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass entweder wir in den... bei dem Rätsel was finden. Bei dem Schloss hier und bei dem Tresor oben. Es gibt hier sonst nichts mehr. Oder ich habe hier irgendwo was liegen lassen. Weil die Räume sind ja noch nicht komplett, Ja, der Tresor ist offen. Da war ein Taschenmodul drin. Das ist alles. Und die Kombination für den dritten fehlt ja immer noch. Jetzt stehe ich ein bisschen blöd da. Weiß nicht mehr wohin. Zwei Plätze mehr, ja. Ist bloß scheiße, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Hier ist nämlich noch ein Tresor drin, der hat aber halt logischerweise eine andere Kombi. Gehe ich mal von aus, ich probiere es jetzt einfach mal. So nicht? Das wäre ja dämlich, wenn nicht, ne? Okay, war klar. Oh Mann, ich weiß nicht, was mit meiner Nase los ist. Ja, das passiert. Da unten ist eigentlich ja nichts mehr. Da habe ich alles durchgelootet. Schließfach geht nicht, weil uns dann noch der Button fehlt. Aktenraum geht nicht, weil da den Kreuzschlüssel brauchen. Hier hinten kommen wir nicht hin, weil wir von dort irgendwie rinkommen. So, das ist nicht durchsucht, weil der Tresor noch hier ist. Was ist denn in dem nächsten Raum nicht durchsucht? Aber hier noch das Rätsel ist, oder was? Möglicherweise. Das hier durchsucht? Ja. Okay. Ich muss jetzt alles nochmal abhieren, das ist jetzt total blöd gewesen, aber... Ja, da brauch ich nicht runter, da hab ich alles. Ja, es liegt jetzt an diesen Dingern. Ne, die paar Dinger. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich die öffnen soll. K
kann jetzt alle 100.000 Kombinationen durchprobieren. Das wird ein geiler Stream, kann ich euch sagen. Ich war mal kurz in Gedanken. Dahin, Aufenthaltsraum. Was war hier nochmal? Ist ja scheinbar auch noch nicht fertig, der Raum. Hat immer noch rot ist. Ah, okay. Da lag noch was. Auch erledigt. Will ich hier durch diesen Gang zurück? Zum Kombination. Nee, da will ich nicht, nee, da will ich nicht durch. Nee, ich bin der Meinung, nur die Notiz haben wir nicht. Hier ist das mit dem Tresor. So. Das mit dem roten Stein. Das ist witzig, jetzt wo ich den roten Stein habe. Oh. Macht auch diese Dinge Sinn, ja. Eine anonyme Notiz von wegen C4. Ja, hier, der Licker. Für den tragbaren Tresor. Das Erinnerungsfoto von dem. Nö, okay, das haben wir ja schon. Die Kräuterdinge. Schließfachterminal ist kaputt. Okay. Die Initialen der Typen. Das waren dem Schubfach, was wir gemacht haben. Damit Leon lernt, wie die Typen heißen. Das sind doch die einzigen. Sind doch die einzigen Infos, die wir darüber haben. Lieutenant Brannick. Achso, das ist Marvin Brannick, ne? Dann hast du hier Schießpulver. Dann hast du... Noch so ein Bericht halt. Stadtbroschüre, was auch sehr, sehr geil ist. Und halt unsere Main-Notiz. How to get out of this shit. Also ich will definitiv nicht wieder durch diesen... Du Stück Scheiße. Hab ich mich erschrocken. Ich meine, ich wusste ja, dass hier ein Zombie lauert, aber ich wusste nicht, dass er schon vor der fucking Tür steht. Also, Tipp, niemals Notizen lesen, während man hier rumeiert. Oh Mann, ey. Ah, Humpel, Kumpel, los hier, nimm den Scheiß hier und ab hier da. Gut, hier bin ich runtergefallen. Das heißt, hier kommen wir auch nicht wieder rüber, ne? Ne. Das war auch bloß ein Versehen, ich wollte eigentlich. Ja, genau, dafür ist ja das andere, das Rätsel da. Früher hast du das mit so Steckern gemacht. Oder mit so einem. Mit Knöpfen war das. Und jetzt brauchst du da diesen scheiß Wagenheber-Dingens. Ja. So. Gibt das hier ein G? Ne, das auch nicht. Lol, da kann ich mir ja totraten. Keine Ahnung. Ein M vielleicht für Marvin. Klingt alles so grauenhaft hier. Aber das wäre ja dann ja auch ein George am Ende. Dell? Ja, für die Lead oder was? Das wäre jetzt gewesen. Elf. Klar, ich kann jetzt die ganze Zeit.
Nee, da mach ich mir ja tot mit. Das funktioniert nicht. Tja, ich hab keine Ahnung, keiner von den Buchstaben passt hier. Da wir nett umgekehrt ja nicht funktioniert. Keine Ahnung. Tja. Das ist scheiße gelaufen, würde ich sagen. Wenigstens kenne ich mittlerweile die Struktur von diesem Ganzen hier. Eine Info über. Hier, der Lagerraum ist auch noch nicht durchgelootet. Was fehlt hier immer noch? Manchmal komme ich mir in so einem Spiel echt bekloppt vor, wie so ein Behämmerter immer an der Wand lang rennen. Um zu hoffen, dass irgendwo was aufploppt, was man aufsammeln kann. Das ist C4. Aber was fehlt hier? Zünder, ja, das ist mir schon bewusst. Ich wusste ja nicht, dass man hier was aufspringen kann. Ach, das ist hier das, was ich. Guck mal, das ist eine Medaille. Oder? Ja, sprengen ist mir bewusst, aber. Brauchst einen Zünder. Vielleicht kann ich die Batterie mit irgendwas kombinieren. Hier, nehmen wir mit. Oh. Handleben. Oh. Fehlt also immer noch irgendwas. Ach Mann, ey. Warte mal, wo bin ich jetzt? Hier bin ich jetzt. Bin ich jetzt wieder angeknautscht. Jetzt werde ich nochmal durch die Bibliothek laufen, weil. Ist mir alles nicht ans. Geheuer, sag ich mal. Ich bin jetzt hier bloß so halb durchgelaufen, weil ich ja nur im Endeffekt angeknautscht wurde unterwegs. Ja, das ist das. Hallo, Vetter. Ja, das ist dann das zum Verschieben. Das ist mir bewusst. Oh, hier scheint nichts zu sein. Das ist doch alles scheiße. Da habe ich alles mitgenommen. Gut, weiter. Tja, jetzt stecke ich fest, Mann. Scheiße. Stars Büro. Da bräuchte ich Dongle für, wo die Uhr noch nicht hab. Aber da könnte man fast nochmal gucken. Oh, nee. Da ist eine Wäschekammer hinter mir. Lull. Versuch, hier unten. Lull? Lull? Ich muss überlegen, wie komme ich da hin? Hier durch. Welcher Gang ist das? Achso, genau. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen mit der Karte spielen. Ach ja, das ist der Raum. Ach ja, das ist. Leck mich doch am Arsch. Weil er nicht eingetragen war. Yeah! Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch nochmal in den Dingsraum gucken. Jetzt kann ich auch mal eins in Ruhe durch den Gang hier gucken. Noch mal ein bisschen. Ach, aber hier ist ja blau der Gang, ja. Oh Mann, ey. Mir fehlt irgendwie eine Notiz oder sowas. Oder ich stelle mich einfach bloß so blöd an. Das ist der Computer, ne? Ja. Kacke, Mann. Stell mich an wie ein Horst. Stelle mich an wie ein Horst. Das habe ich auch alles mitgenommen. Wo ist diese verfickte Scheiße, wo es jetzt weitergeht? Eigentlich kann nicht mehr viel sein. Das ist eigentlich schon relativ advanced alles. Da hängt der Knarre. Wenn wir dann unseren Onkel hätten. Duschraum hier lang. Habe ich mich erschrocken. Oh. Hier ist sonst nichts. Nee, wir haben ja schon gesagt, der Raum ist blau.
Dings. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Im nächsten Schloss, wo ich keine Ahnung habe, welche Kombination das ist. Vor allem so eine komischen Buchstaben auch, ja. Die teilweise noch gar nicht mal mit dem Ganzen zu tun haben, bin ich der Meinung. Labert bloß noch scheiße, im Endeffekt weiß ich nicht mehr, wie soll ich machen soll. Tja, das Spiel ist hier vorbei, würde ich sagen. Alter, mir das fucking Steam Overlay auf den Sack. Die geht auch nicht weg, ne, diese Scheiße. Boah. Ihr seht das ja nicht, aber hier unten. Oh, jetzt Kamera. Da unten. Ganz unten in der Ecke. Da ist so ein scheiß Broadcast-Overlay-Dingens. Was nicht weggeht. Oh Mann. Kann ich theoretisch jeden Buchstaben mit jeder Kombination durchgehen? Nee, das finde ich im Leben nicht raus. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwo, zum Beispiel, wenn du hier an der Wand langläufst, dann hast du irgendwo so ein Blatt Papier und da steht dann zufällig eine Kombination oder so drauf. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil irgendein Schriftstück haben wir ja nicht hiervon unterwegs. Tja. Hier unten ist ja dieser super eklige Zombie-Infested Room, ne? Also, nicht hier, aber ein Stück weiter. Na, was geht ab? Hier hab ich ja auch alles mitgenommen, ne? Ja. Aber das Gute bei älteren Spielen war ja, du konntest immer nachgucken, wenn du nicht weiterkamst, hast du nachgeguckt irgendwo. Da gab es halt auch keine Livestreams, die dann nach 3 Sekunden super langweilig werden, weil der Typ nicht mehr weiß, was er machen soll. Sind wir wieder hier, ne? Das ist ja genau der Raum, den ich unbedingt wollte. War hier nicht oder irgendwie so ein Ne, war nicht weiter, ne? Warte mal. Ich hatte gerade so eine Idee, aber das ist ein zufälliges L, was da rumliegt, glaube ich. Ja, weil das oben abgefallen ist. Ein W habe ich da ja nicht, ne? Hätte gesagt, das ist ein W-E-L, aber... Oder ein umgekehrtes M? Na, das ist zu weit hergeholt. So, dann bin ich der Meinung, das schon ausprobiert gehabt zu haben, doch. Mein eigener Schreibtisch. Geh nochmal hoch, probiert mal, was ihr gerade mir ausgedacht habt. Und wenn das nicht funktioniert, dann hören wir erstmal auf, denke ich. Weil das bringt ja nicht jetzt hier ewig im Kreis zu rennen. Da hebt ja so ein bisschen die Spannung auf, nicht? Wieder zur falschen Kamera, falsche Seite geguckt. Mel hat sich schon ausgedings, weil kein MM gibt am Ende. Und kein L, also. Ich hab keine Ahnung. Ja. Dann werde ich mir jetzt noch auf den Weg machen. Mal überlegen, was ist jetzt der kürzeste Weg in die Hall zurück, hier oben lang, ne? Ist alles so 50-50 Weg. Er will ja durchraten, meinst du? Man
Ne, Capcom wäre vielleicht fast noch smart, weil Capcom halt, ne? Also Cap. Aber dafür bräuchte man ja auch ein P. Da haben wir einen P. Fuck you! Fuck you! Aber wie gesagt, ihr habt halt bloß Goodies, ne? Okay, fuck you! Ey. Das ist nicht mehr lustig. Der andere war drüben auf der anderen Seite, ne? Aber die gibt nur Goodies. Irgendwas fehlt. Irgendwas Essentielles. Habe ich irgendwo die Kurbel schon rumhängen sehen und bin tausendmal dran vorbeigerannt? Kann das sein? Ja, Das denke ich mir auch gerade, Leon. Okay, Wir sind hier. So, zurück in die Bibliothek. Da war auch noch bloß Goodies drin. Na klar, ist nicht schlecht. Vor allem für das nächste Mal durchspielen, weiß ich jetzt schon mal. Capcom. Alter, wenn der andere auch Capcom ist, ja? Hätte mich auch gewundert, wenn man jetzt das hätte smarter benutzen können. Um das darin zu stecken oder so. Lüfte einfach hoch. Okay, wir sind hier oben. Was ist hier? In Kombination. Wo kommt denn das jetzt her? Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Bitte sag mir nicht die Kapitelhälfte. Nee. Ach nee, der ist wieder hier. Ja. Ich wollte gerade sagen, Hab ich hier einen Raum rumgefailt? Aber ja, hier, dann haben wir wenigstens das Kombinationsschloss hinter mir. Falls it. Nachher guckt oder was? Devil May Cry. Nee, ja nicht. Devil Cry Mai. Wow. Magnum. Gut, okay, aber das ist jetzt ungünstig. Wir wissen immer noch nicht, wie weit der geht. Das heißt, wenn das nur Goodies gibt. Lagerraum West. Explosive Barrikade. Ja, das ist schön. Wir haben nicht mehr so viel. Wir haben nicht mehr so viele Räume. Das meiste davon ist. Andersfarbig, hätte ich fast gesagt. Wir haben nichts mehr, wo wir noch was finden können. Wir müssen mit dem, was wir jetzt haben, auskommen, scheinbar. Ich meine, der kann jetzt noch rüberrennen und da das andere Ding noch holen. Besprechungszimmer, rote Tür. Was ist denn hier? Besprechungszimmer. Was für ein Besprechungszimmer? Naja, rote Tür, zugekettete Tür. Wie komme ich da jetzt? Hinter mir sind Treppen. Nein! Wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss durch den scheiß Zombie-Raum. Das ist doch da, wo ich jetzt wie so ein Behämmerter durchrennen muss. Oder?
Ja, klar, das ist unten. Gucken, ob das noch hinhaut. Aber danke, danke, danke. Maul halten. Ah, siehst du, so ist es, wenn Leute aufpassen. Das ist im Grunde hier. Das ist die verschlossene Tür davon. Ich bin hier nämlich hier vorne durch den Schacht gekommen. Und natürlich komme ich da nicht wieder hoch. Ich dachte nur, oh, fuck. Den ganzen Weg hochrennen, den ganzen Weg wieder runterrennen, wieder bis hierher und wieder den ganzen Weg hochrennen nachher. Gut, dass ich vorhatte, das in Stundenstückchen zu schneiden später, weil 20 Minuten oder 30 Minuten werden übelst für den Arsch, übelst langweilig. Jetzt kommt die ganze wieder ein bisschen ins Rollen hier, die ganze Kacke. Schön, dass er unendlich rennen kann, der Kerl. Ausdauersystem in Resident Evil. Das wäre doch echt heiß, oder? Na, Schnucki? Wie ich immer noch X drücken will zum Türen öffnen. Oder was auch immer man drückt halt immer in dem Fall. Hier wieder raus, dann falsche Richtung rennen. Runter, vorne wieder rinnen. Durch den zombie-verseuchten Raum durch. Ich wünschte immer noch, ich hätte die scheiß Türen zugemacht da. Verkettete Tür, warum habe ich die nicht gesehen, Mann? Das Physik, was hier immer so zuckt, das ist der Audiomixer. Naja. Ja. Ach, Stoff, versteckt ihr nicht hinter der verdammten Tür? Das ist ja unfair. Wie machst du das denn jetzt? Der ist immer noch dahinter. Nicht mal getroffen habe ich den. Fick dich. Ja, nimm die Bleipuste. Maul halten, Arschloch. Und wie er noch lebt. Lol. Natürlich. Ihm geht mir genauso. Ich bin ja auch schon mal von da. Schrotflinte getroffen worden, würde ich sagen. Ja, werde ich bloß nicht. Weißt du, was bist du denn für ein Vollidiot, Leon? Wirklich, was ist er? Ich will überleben! Ich will überleben! Ich will überleben, aber lass mich anknautschen. Was ein schwachsinniger Honk, Junge. Also, das ist ein. Dort finde ich ein bisschen. Immer, wie soll ich sagen? Schwach. Mit so viel Schuss verballert für den Scheiß. Fuck off. Verpissen ist angesagt. Wird vorbeiziehen. Geradezu weiter, das ist eine Doppeltür. Doppeltür, Doppeltür, Doppeltür. Muss die Doppeltür? Achso. Ah ja, ich erinnere mich an die Tür, ich war hier in der Demo. Elektrogerät, easy. Schön. Flashbang. Nee, noch nicht gelootet. Hinter mir liegt noch ein Kraut. Ah, hier oben. Nice, nice, nice. Habe ich alles? Jetzt raus hier. Ich hoffe, dass ich von hier aufmachen kann. Jawohl, auf die Scheiße. So. Okay, okay, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Ich muss jetzt die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Und dann muss ich zum Lagerraum rennen. Geradezu. Apropos, Schnauze. Okay, okay, okay. Das macht langsam Sinn, das Ganze hier. Jetzt
renne ich hier durch Scheißhaus. Ja, das stimmt. Nicht gefunden, wo die Kurbel liegt, aber... Warum bin ich jetzt hier? Ich will dahin. Zurück. Aber, kann ja noch kommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da oben jetzt entweder den Schlüssel oder die Kurbel finden. Also da, wo ich das wegsprengen kann. Da ist ja mittlerweile alles clear. Kann ich ja durchrennen wie bescheuert. Lagerraum ist ja gleich hier. Sehr schön. Bist du das? Du bist das. Nach hinten durcheiern. Den schönen Zünderich machen hier. Da liegt ein Zombie drin. Das kann aber schief gehen. Weg! Man kann ja nie wissen. Ah ja, hat schon Bums. Was war das denn? Ich nehme mal das hier und das laden wir direkt nach. Guck mal, da gibt's jetzt die Medaille. Oder so ähnlich. Ich weiß ja nur, dass wenn ich da rein das mitnehme. Dass ich sofort die ganze Haut am Arsch hab. Da müssen wir erstmal nachgucken, weil was für eine Fischsymbole wir brauchen. Die Göttin. Die Göttin selbst, Pfeil und Seil. Göttin, Pfeil und. Okay. Nicht so gut. Oh, was ist das denn? Das ist kaputt. Göttin. Pfeil und das lustige Seil. Wo ist das Seil? Das soll das Seil sein, das ist ein Pfeil. Das hier. Mädchen wieder jung. Ach, das muss ein langweiliger Zombie. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, wo bin ich denn? Na, logisch. Maulzombie. Oh, Nagelan! Oh mein Gott! Ja, das. Renn, Bitch! Oh mein Gott, die Tür ist natürlich zugefallen. Tot. Ah, fick dich! Ich habe auch keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ja, fick dich hier los. Oh, leck mich am Arsch, ey. Oh, lol. Okay. Jo, diesmal nicht anstellen wie ein völlig bescheuerter. Ah, da war doch die Scheißgöttin schon. Nein, fallen das so. Gib mir. Mir zumindest die nötige Zeit, die scheiß Dinger wegzunehmen. Aber der hätte mich totgelutscht in der Zeit. Boah, komm schon, Leon. Gut, da brauchen wir ja definitiv nicht mehr rein, ne? Okay.
Laden heute noch. So, weg damit. War das gerade ein Wimmern von dem oder ist er zum Zombie geworden? Ist ein Wimmern. So. Ich muss sagen, unsere Muni und so weiter wird ganz schön knapp. Und ich muss, glaube ich, sagen, dass das Ding hier zum Wegschmeißen gedacht ist. So. Da war so ein Haken dran. Die machen ja nicht so, dass du dir das Spiel verbaust, ne? Glaube ich zumindest. So, dann nehme ich jetzt was zum Heilen mit. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ich kann da mal ja nichts herstellen. Ich lasse mal die Scheißbrett hier. Blendgranate. Stecken die Dinge? Ja, die stecken. Na, komm mal mit hier. Doch, ich habe noch Schießpulver, aber ich weiß nicht, ob ich damit was herstellen will. Eigentlich habe ich gerade gedacht, naja, jetzt sind da 3 Stunden rum, kannst du ja aufhören, wa? Jetzt will ich aber noch gucken, was da drin ist. Verschlossen, oh. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! Ist da Muni? Nee. It's time to go. It's time to go. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Das Witzige ist, er lag im Original in dem Raum, wo wir die Schlösser geöffnet haben. Die Namensschlösser. Da lag er eigentlich drin. Und genau das gleiche ist auch passiert, nur früher. Eigentlich. So wie ihr sehen. I won't let you down, Marvin. Also theoretisch wartet ja hier zu. Hier kann ja nicht kein Zombie und so weiter sein hier unten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Da brauche ich so ein. Okay. Okay. Das ist jetzt der neue Safe-Raum hier, oder was? Abkassiert. Ja, sieht so aus. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm mit der Sequenz. Die Mag brauchen wir nicht. Pistole könnten wir mal wieder hier brauchen, ey. Sonst noch irgendwas hier drin? Geheimraum. Nope. Noch das Rätsel. Na dann. Ich muss noch mal trinken. Pause. Kurz mal muten und was trinken. So, das war sehr, sehr erfrischend. Back to game. 20.45 Uhr. Ich denke, eine Stunde geht noch. Mal gucken. Das wird die Kurse wird. Da ist der Fahrstuhl. Hier sind wir jetzt. Das
kommt mir sehr bekannt vor hier. Ja, ich weiß, wohin er führt. Halt. Mal halt. Handgranate. Meine Fresse. Okay, ich weiß nicht. Liegt da noch irgendwas? Ah, hier vorne ist irgendwas. Hier so. Ah. Hä? Da fehlt irgend so ein Teil zum Einbauen, hä? Spezialwaffenkasten. Okay. Wird. It's locked. Oh, sehr schön. Wird. That's it. Der Spezialkasten, Spezialwaffenkasten, den ich aufhielt. Spreng den auf mit der Handgranate. Ach so, hier geht's noch. Nee, halt. Hä? Ach so, ja, ja. Hm, ich sehe schon, hier lang. Jede zieht die ganze. Gefährlich aus, wollte ich sagen. Oh ne, ich weiß, wonach das aussieht. Ich weiß auch, warum wir einen Safe Room zwischendurch hatten. Das hier. Ihr Rümpel. Wegschieben. Ich wusste es. Au. Ganz ehrlich, der tut doch. Der hat doch keine Wirbelsäule mehr, der Mann. Ich wollte rennen und nicht zielen. Da haben wir wieder die Steuerung, ne? So. Boah, voll in die Fresse. Boah. Oh ja. Ausgerechnet jetzt. Nope. Jetzt vorbei. Verstecke mich vor dir, du hässliches Stück Scheiße. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße, keine Munition mehr! Ich hab einen Versuch. Oh Gott! Und wieder die falsche Taste hier drückt. Jo. No choice. Gotta take it down. Ja, GG, ich komme nicht, kann ich nicht mehr schaffen. Aber es ist ein ziemlich großer Komplex zum Kämpfen.
Hinter mir liegt Munition. Echt jetzt hinter mir! Hinter mir! Oh, das ist ja ein Arschloch von Spiel. Stell dich direkt in den Rinn. Ja. Liegt irgendwo ein Kraut. Und hier liegt irgendwo Muni. Mir in die Fresse schießen sollen. Na gut, das war's, tot. Keine Munition mehr. Das heißt, ich muss nochmal laden. Und Munition herstellen, anders geht's ja nicht. Oder vielleicht besser schießen. Ne, das heißt, ich muss jetzt die Kiste plündern. Schießpulver. Nochmal Schießpulver. Die Kiste ist sehr, sehr leer. Die du gleich kombinieren können eigentlich. So, das, dann kombinieren wir dir. Das nicht hier, das ist blöde eigentlich. Aufladen das Ding hier los. Dann nehmen wir dieses mal gleich die Munition. Ah ja, der startet wieder nicht da. Auf der Oge, wenn es aufgeht. Ja, könntest du ja recht haben. Jo, das haben wir ja nur mittlerweile hier. Oh, überspringen. Ist das X? Das ist X. Okay, wir hatten hier Bullets. Hier irgendwas. Dreck, genau. Und das war's. Also. Ne. Benutzt den Hebel. Ich wusste aber, dass der da kommt. Tatsächlich. Das habe ich gewusst. Damit nehme ich schon danach aus. So, wie war das jetzt? Ganz unten war doch irgendwie irgendwas, was ich noch gelootet habe, ne? Eine Kleinigkeit. Und hier links war der Bosskampf. Achso, sieht man ja so nicht. Hier unten liegt irgendein Shit. Handgranate, ja. Ja, ich wollte ihm die Handgranate eigentlich zuwerfen, aber ich war zu blöd, die zu benutzen, weil die Steuerung so... ist. Ach, fuck, ihr Inventarzack. Ja, hier und dann kann ich ja hiermit wechseln zwischen den Dingern, die ich gerne hätte. Ich werde sie im nächsten Mal auch hinschmeißen oder so. Aber mehr war ja hier nicht, ne? Die Frage, mit was schieße ich zuerst? Mit dem harten Scheiß? Wahrscheinlich, wa? Damage is damage. So, wir brauchen jetzt Glück. Achso, das ist ja hier noch oben. Hä? Trigger? Ah ja, ich muss ja jetzt hier durch. Ja. So. Auf das Auge, wenn es sich öffnet. Du bist ja so schnell. Ja, bleib einfach stehen, Leon, ist kein Problem. Komm auf hier. Ah, doch, ist richtig. Oh, Kamera. Oh, alles auf einmal. Also, erstmal immer ein paar mit. So.
Ja, aber hey, Kraut. Was hier überall rumliegt, Alter. Doch ja nicht so GG, wie ich gedacht hätte. Du bist ein dummes Geburt. Ich hätte lieber nicht sagen sollen. Das ist doch wütend. No choice. Gotta take it down. What a lucky dodge. Okay, ich sehe schon, das macht irgendwie Damage. Ich hab jetzt bloß vorhin zufällig getroffen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ah, Leon! Bin hier am Sterben! Ich lauf erstmal wie so ein Quollhong. Ja, das ist bloß scheiße, wenn man so nicht, wenn man so eine Steuerung nicht spielen kann. Ganz ehrlich, mit Maus und Tastatur weg schon fertig. Ah ja. Mal, wer hinter mir ist. Sackgasse! Scheiße, scheiße, lass mal vorbei, Kumpel. Ja, kann ich, aber es ist ein Konsolenspiel. Also. Es hat was von einem Konsolenspiel. Ja, das wäre. Ja, wie du aus dieser Szene direkt in den scheiß Kampf zurückgestoßen wirst. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Das ist cool und actionreich und so, aber. Oh mein. Ah, geil, 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 geil. Granate. LOL! I can't see anything, Camera. Fuck you, Camera. Boah, wie viel Hits der getaked hat! Boah, Alter! Somebody's watching me. Ja, total fies, ja. Hey, da stirbt jemand. Oh, naja. So, ich müsste jetzt auch beide Räume hier looten. Nee, warte mal, hab ich hier drüben. Hier hinten. Ne, dachte ich mir, dass das hier noch liegt. Sehr schön.
Ah. Wie dass man mit X nicht, also mit Quadrat in dem Fall nicht wirft. So, das hab ich. Zieh ich mir so ein Kraut rein. Der hebe ich mir auf. Der kriegt nochmal ein Rote zusammen. So, jetzt muss die Leiter. Hier hinten rum. Überlege echt, ob ich das speichern soll. What? Say what? Das ist einfach zu Ende, sagst du. Zappel. Okay. Dann gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Ich erinnere mich. Oh, Safe Room. Gibt Stuff zu looten. Noch mehr Gürteltaschen. Sehr schön. Dann können wir bald ein ganzes Warenlager mitnehmen. Das war schon wieder. Okay. Puh. Das war sehr spannend. Dann packen wir erstmal das hier weg. Und erstmal die Granaten. Guck mal, hier ist noch ein rotes Kraut drin. Aber so ist es halt in dem Spiel. Ja, da kriegst du halt mega Hits und so. Aber irgendwie schaffst du es halt trotzdem. Gut. Nun, ich würde sagen, für mich reicht's für heute erstmal. Ich habe gute 3 Stunden am Stück gespielt. Wann der nächste Stream kommt, kann ich nicht genau sagen. Ich wollte eigentlich morgen streamen, aber Wochenende ist immer scheiße. Da nehme ich halt viel mit Freunden. Dann vielleicht Sonntag oder Montag. Also ich würde euch empfehlen, Sonntag oder Montag oder beide Tage mal nachzuschauen. Hier auf dem Kanal, da gibt's ja so ein Feed, da kann ich halt reinschreiben, wann ich was mache. Da mal zu schauen und die jetzt hier zugeschaut haben, die werde ich dann einfach anschreiben. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute.